shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar, ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr komplett alleine, also solo, alle VIP-Outfits ein bisschen bearbeiten könnt und danach abspeichern könnt unter gespeicherte Outfits. Und alles, was ihr dafür braucht, ist eine Yacht und wie immer halt, es muss natürlich nicht eure eigene sein, wie bei den letzten Outfit-Glitches halt auch. Also irgendeine Yacht von irgendeinem Random reicht natürlich auch. Und wie soll es denn auch anders sein, ihr müsst euch als VIP oder als CEO registrieren. So, wenn ihr das dann alles beides habt, dann müsst ihr euch einfach nur in den Pool von der Yacht begeben und euch jetzt erstmal als VIP registrieren. Wenn ihr das dann habt, danach geht ihr auf Verwaltung von dem VIP und geht auf Stil und ändert auf dieses Outfit, das ihr gerne haben möchtet. Also ich nehme jetzt einfach mal das mit der Schutzweste, weil das finde ich eigentlich extrem cool, weil das kann man sich nicht kaufen und das kann man sich eigentlich bis jetzt nur erglitschen. Aber ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich eh bald gepatcht wird, dass es dieses Outfit wieder gelöscht wird. So, dann geht ihr auf El Jefe. Es ist übrigens Spanisch und es wird wirklich so ausgesprochen. So, dann geht ihr in den Pool rein, ändert euren Outfit wieder einmal vor und einmal zurück, damit ihr wieder das Outfit habt, das ihr halt gerne speichern möchtet. So, danach verlässt ihr wieder die VIP-Organisation oder CEO-Organisation und legt einfach an den Rand von den Pool ein paar Haftbomben hin. Das klappt jetzt in meinem Fall jetzt nicht so, deswegen lege ich einfach mal mehr hin, damit es irgendwann richtig klappt. Und danach gehe ich ein bisschen raus aus dem Pool, sodass ihr wirklich von der Haftbombe wegkatapultiert werdet. So. Danach gehe ich einfach nur die Treppen hoch, gehe wieder auf Secure Yourself und registriere mich wieder als VIP. Und wenn ihr diese Meldung habt, drückt ihr X und zündet die Haftbomben alles beide gleichzeitig, dass ihr quasi, wenn ihr wegfliegt, die Haftbomben, wenn ihr wegfliegt, CEO registriert werdet und die Haftbomben alles gleichzeitig aktiviert wird. So, dann habt ihr zumindest mal das VIP-Outfit. So, danach geht ihr in euren Kleiderschrank und ändert einfach die Klamotten, die ihr halt ändern möchtet. Also entweder die Mütze oder die Hosen, die Schuhe, halt auf das, was ihr halt Bock habt. So, und wenn ihr jetzt alle Klamotten geändert habt, die ihr geändert haben möchtet, dann könnt ihr das Outfit leider noch nicht speichern, weil ihr immer noch CEO seid. Das seht ihr jetzt gerade hier, ich kann es nicht abspeichern. Dann ist es jetzt ganz wichtig, das kommt jetzt ein bisschen auf Timing drauf an, und zwar ihr tretet als CEO zurück und während ihr das macht, drückt ihr das D-Pad nach rechts, um sofort euren Kleiderschrank zu aktivieren. Und dann habt ihr diese ganzen Klamotten und könnt auch dieses Outfit dann speichern. Also es funktioniert wirklich mit allen VIP-Outfits, die ihr davor halt noch bearbeiten könnt, so wie ihr halt Bock habt, und könnt dann alle VIP-Solo-Outfits, also alle VIP-Outfits solo speichern. So. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich tierisch über ein Like freuen. Und ich zeige euch jetzt gerade mal im Hintergrund, dass es auch wirklich gespeichert hat, dass ich da keinen Mist erzähle. Und zwar, jetzt gehe ich auf Cop, Bams, und dann gehe ich zurück auf VIP, Bams und Hubs. Und wenn ihr wissen wollt, wie man das Cop-Outfit glitchen könnt oder wie die ganzen anderen Outfit-Glitches, die ich so habe, wie die ganzen funktionieren, habe ich mal alle Links unten in der Videobeschreibung drin. Könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken und ausprobieren und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und bevor ich es noch vergesse zu erwähnen, ich habe den ganzen Glitch bei World Finest Gamer gesehen. Der Link zu seinem Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich glaube sogar, dass er der Founder davon ist. Aber ich möchte es nicht so viel sagen, ich gehe einfach mal davon aus, dass er der Founder ist, weil er einfach so viel krasse Glitches findet. So, also auf jeden Fall schaut beim WFG vorbei und willkommen zurück aus deinem Urlaub. Also Jungs, macht's gut, ciao.